Hallo und herzlich willkommen zur 87. Folge in meinem Prison Architect Let's Play. Ich bin's wieder, euer Big Mongsteller. Ja, ich hatte mir eine kleine Auszeit gegönnt, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, aber mit Prison Architect geht es definitiv weiter. Und mit den ganzen anderen Projekten, welche weitergehen, welche nicht weitergehen, könnt ihr in diesem Infovideo erfahren, wo ich geschrieben habe, ich bin wieder da. Denn da habe ich alle Projekte in die Videobeschreibung gepackt, die weitergehen, die definitiv weitergehen. Und habe auch nochmal so ein kleines Statement dazu abgegeben. Und jetzt zurück zu Prison Architect. In dieser Folge, Leute, hoffe ich, dass der werte Sicherheitschef hier diese Gua Tower fertig erforscht. Dass wir die aufstellen können. Denn ich habe was vor, Leute. Ich will eventuell diesen Bereich dazu kaufen. Theoretisch könnte ich diesen Bereich dazu kaufen. Wäre auf jeden Fall einfacher, um das Ganze mit hier einzubauen. Aber, Leute, wenn ich hier Zellen und so anbaue, dann haben die Häftlinge, die hier sind, definitiv einen zu weiten Laufweg bis in die Kantine. Deswegen habe ich mir gedacht, hey, dann verschieben wir einfach dieses Straßentor hier. Das dauert hier so oder so alles viel zu lange, Alter. Warum staunen die sich hier immer so? Das ist halt ziemlich blöd, weil diese Schranke hier ist permanent offen. Hier haben wir auch noch eine Schranke zur Sicherheit. Das ist auch ganz gut. Gua Tower werden wir auch hier irgendwo dann aufbauen, auf jeden Fall. Nur ich habe mir halt gedacht, dass wenn wir diesen Bereich dazu kaufen, kostet uns 67.500 €, dass wir hier eine Schleuse einbauen. Oh, zwei Tote heute. Ach du Scheiße, da geht's wieder ab in der Dusche, Alter. Junge, Junge, Junge. Ja, wer da die Seife aufhebt, hat verloren. Ja, das geht ganz schnell hier, Alter. Aber dieser Flur hier, der ist eventuell auch ein bisschen zu eng hier, ich weiß nicht. Also, naja, wollen wir mal gucken. Ich will auf jeden Fall mal dieses Quick-Build ausprobieren hier. Mit der Basic Cell und den ganzen Kram hier. Das will ich dann hier drüben mal ausprobieren. Und ich bin jetzt echt am Überlegen, wie wir das genau hier machen. Weil der Generator steht hier jetzt natürlich im Weg, wenn ich hier dann ein Tor reinbauen will. Das ist so ein bisschen gefährlich, ey. Boah, wie machen wir das am besten, Leute? Ich würde sagen, wir kaufen jetzt einfach mal den Truck dazu. So, hier dieses Stück kaufen für 67.500. Jawohl. Oh, da leckt es ein bisschen. Okay, und weiter geht's. Wir spulen vor auf 5. Und das Erste, was gemacht werden muss, diese ganzen Bäume müssen weggemacht werden. Geht das? Warte mal, wie ging das nochmal? Objekte demontieren. Genau, hier die ganzen Bäume. Alle erstmal fällen hier. Haben wir ja genug Bob der Baumeister, die das erledigen können. Das ist dann so erstmal das Erste, was die angehen können. In der Zwischenzeit kann ich mir dann immer noch überlegen, wie ich das genau hier mache, um diesen Trakt anzuschließen. Weil ich will einfach mal gucken, was so das Maximum ist, was das Maximum von unserem Knast ist. Was hier als maximal geht mit Gefangenen. Ich meine, jetzt haben wir an die, also 659 Gefangene können wir jetzt halten. Und ich will das halt ein bisschen in die Höhe treiben und schauen, wann der Knast explodiert und wann es wirklich GG ist. Das ist so ein ultimatives Experiment. Und wie ich dann hier diese Zellen hier an diesen Knast anschließe, das gibt jetzt echt nochmal eine krasse Aufgabe. Weil ich weiß, also hier diese LKWs, die stehen hier als in der Schlange. Das nervt so ein bisschen, weil die Tore dann permanent geöffnet sind. Das ist ein bisschen blöd. Naja, gucken wir mal, wie die Gua Tower aussehen hier. Oh, noch eine Stunde. Dann haben wir die Gua Towers. Bin ich mal gespannt hier, wie die dann aussehen. Also die werde ich definitiv dann der Straße entlang hier platzieren. Dass da dann kein Gefangener mehr abhauen kann. Und was ich mir auch so gedacht habe, Leute, wenn wir dann hier das Let's Play so bis ans Ende getrieben haben, werde ich euch definitiv nochmal den 3D-Modus vorstellen. Und auch den Ausbruchsmodus, wo ich dann ein Gefangener bin und versuchen muss, aus meinem eigenen Knast auszubrechen. Das will ich definitiv mal ausprobieren. Die tragen schön das Holz hier rein. Ja, wunderbar. Es läuft eigentlich, ja. Wenn hier und da mal einer stirbt, ja, das passiert halt, ne, bei so einer Masse an Gefangenen. Damit müssen wir leben. Aber ausbrechen tun die jetzt nicht wirklich. Und ich meine, letzte Riot, die wir hatten, ich glaube, das war in der 85. Folge, genau, da sind die ja ziemlich krass ausgeflippt, da haben wir das SWAT-Team mit reingeholt und so.
Aber es war noch kontrollierbar. Ja? Es war jetzt nicht so, dass wir hier die komplette Kontrolle verloren hatten. Es war eigentlich richtig easy. Ja? Wir haben ja danach noch Wachen eingestellt, viele bewaffnete Wachen, Wachen mit Hunde und Wachen mit einem Taser. Und eigentlich läuft es jetzt eigentlich. Also ich denke nicht, dass hier noch eine Riot stattfindet. Und wenn, dann wird sie wahrscheinlich in wenigen Minuten vorbei sein, da meine Wärter das Ganze dann in den Griff bekommen. So, wie weit sind die Jungs hier? Die haben noch hier jede Menge Holz zu transportieren. Ich würde halt echt gern hier das Ganze hier an diesen Hauptflur mit anschließen. Das wäre so super, ey. Aber gut, bevor wir uns dem zweiten Trakt widmen, würde ich sagen, probieren wir erstmal die Gua Tower aus. Hier steht es auch nochmal, Sniper will need to visit an Armory, bla bla blub. Also die müssen hier in die Waffenkammer reinkommen, dass sie überhaupt ihre Waffen erstmal bekommen. So, Objekte haben wir jetzt hier irgendwie, oh nice, da ist es, Gua Tower, geile Sache, Alter. Krass, das ist ja geil, Alter. Okay, würde ich sagen, stellen wir doch mal einen direkt hier oben hin. Oder vielleicht hier so direkt an die Tür. So, wo haben wir noch hier Durchgänge? Es ist natürlich blöd, dass jetzt Nacht ist. Da sehen wir nicht so viel. Aber ich würde sagen, hier unten setzen wir jetzt auch noch einen hin. Direkt ans Gate. Bin ich mal gespannt. Müssen wir dann auch einen Guard einstellen? Oder wie ist das denn hier? Sicherheitschef, Hundeführer, Hausmeister, Koch, Wache, bewaffnete Wache. Ich denke mal, dass eine bewaffnete Wache diesen Posten einnehmen wird. Das Ding wird jetzt gerade fertig gebaut hier. Na, das dauert ein Weilchen. Bam, da ist er. Gua Tower, geile Sache. Ob da jetzt auch automatisch direkt einer reingeht, das weiß ich nicht. Aber die sollten definitiv hier für Sicherheit sorgen. Zumindest bei den Gefangenen, die versuchen abzuhauen. Ich muss mal gucken, ob ich da jetzt irgendwie einen stationieren muss. Okay, nee. Den Gua Tower kriegen wir gar nicht angezeigt hier auf diesem Plan. Ja, wahrscheinlich funktioniert der jetzt einfach. Also ich gehe mal davon aus, ja. Oder wartet mal. Ich habe doch bei der Stationierung, habe ich doch alle Einsatz... Habe ich doch die bewaffneten Patrouillen alle hier in die Kantine gesetzt. Vielleicht müssen wir da einfach mal hier zwei Stück abziehen. Das haben wir jetzt mal gemacht. Ein Toter heute. Oh, okay. Na ja, gut. Wer nicht hören will, muss fühlen, ne? So schnell kann es gehen, Leute. Aber es ist alles noch hier... Oh, zwei Tote heute, drei Tote heute. Immer in der Dusche, ne? Wie es hier in der Dusche abgeht, Alter. Ich hoffe mal, dass das Wasser jetzt auch überhaupt warm ist hier. Ja, ich glaube, das wird hier durch diesen Waterboiler wird es warm gemacht. Das sieht alles ganz gut aus hier. Aber hier in der Dusche sollte das Wasser noch kalt sein eigentlich. Weil da haben wir keinen Waterboiler. Die Gefahrenstufe steigt... Natürlich, wenn zwei, drei Häftlinge sterben, dann sind die aufgebracht, die Jungs. Da werden direkt die Taser gezückt. Jetzt gucke ich nochmal in die Gua Tower rein hier. Ob wir sehen, ob da jetzt einer drin ist oder nicht, ich weiß es nicht. Ich versuche jetzt einfach mal eine bewaffnete Wache zu nehmen. Wenn ich eine finden würde. Bewaffnete Wache hier. Komm, wir schicken die einfach mal hier auf den Gua Tower. Mal gucken, ob der jetzt da reingeht. Wo auch immer der gerade ist. Ich glaube, der will nicht. Warte, dann nehmen wir uns nochmal einen hier. Du, komm mal hierher. Ja, da muss jetzt den ganzen Weg hier durchlaufen. Okay, da ist er. Machen wir mal hier auf einfache Geschwindigkeit. Na, ein bisschen Vorsprung können wir noch.
Okay. Ja, der will da jetzt nicht reingehen. Gucken wir mal bei dem unteren. Ist der vielleicht besetzt oder so? Ich weiß nicht, ob man das überhaupt sieht, ob da jetzt einer drin ist oder nicht. Wir werden es spätestens sehen, wenn einer versucht abzuhauen. So. Können wir auch wieder hier fast forward machen. Aber warte mal, vorher suche ich noch eine Forschung aus. Haben wir noch irgendwas hier? Hinrichtung können wir noch erforschen. Rechtliche Verteidigung. Du bist in einer schlechten Lage. Bla bla bla. Das kostet 50.000. Da kommen die Hinrichtungen. Die können wir mal forschen. Könnten wir hier dann auch irgendwo das Hinrichtungsgebäude erbauen? Ist jetzt halt so eine Frage mit den Goa Towers. Müssen wir mal gerade gucken. A tower from which your prisoners, from which your snipers hired separately can watch over your prison. Ah, okay. Die sind separat angestellt. Da, hier ist ja der Sniper. Okay, die müssen natürlich erst zur Waffenkammer. Krass, wie sie nicht mal einen Schlüssel haben. Okay, ja, die hatte ich vorhin nicht gesehen. Hier, komm, wir machen ihm mal die Tür auf. Da, jetzt hat er sich einen Sniper genommen. Mal gucken, wo er jetzt hingeht. Ich nehme an, er geht zum Guator. Oh, wo läuft der denn lang? Ah, der geht durch die Küche, okay. Da, direkt an seinen Arbeitsplatz. Da, geile Sache, Leute. Jetzt haben wir einen bemannten Sniper Tower. An der oberen Hälfte und an der unteren Hälfte. Der steht auch schon drinne, jawohl. Das ist richtig, richtig geil, Alter. Das gibt uns jetzt nochmal 100% Sicherheit auf unseren Knast oben drauf, ja. Weil, egal wer jetzt hier die Straße lang rennt, das hatten wir ja das öftere Mal gehabt, dass ein Gefangener es irgendwie geschafft hat, sich hier durchzuschleusen und dann hier unten ist er die Straße lang gerannt und so haben wir jetzt hier einen Sniper stehen, der knallt dann einfach ab oder schießt den ins Bein, dass sie nicht mehr weiterlaufen können und dann werden sie gerade wieder eingesackt, ja. Das finde ich richtig, richtig cool. Und jetzt will ich mich mal hier ein bisschen probieren an diesem schönen freien, an dieser schönen freien Fläche, wie das hier aussieht jetzt, wenn wir Quick Build benutzen, Basic Cell. Ah, okay. Dann haben wir hier direkt. Das ist natürlich praktisch, ne? Also ich meine, klar, die sind nicht so, die sind ein bisschen größer als unsere 2 Quadratmeter Zellen hier. Aber es ist echt praktisch, dass man hier so direkt da die Solitary. Oh, das könnten wir. Okay, die Solitary hat kein Bett. Luxuszelle. Boah, Alter. Was ist das denn, ey? Das ist ja Luxus, Alter. Fernseher, Computertisch, Bücherregal. Eine Shared-Zelle. Okay. Da können 2 Stück. Ich weiß nicht, was jetzt am Platzsparenden ist. Was ist Office? Was ist Clone? Warte mal, Clone will ich mal benutzen. Okay. Na, wie soll das funktionieren? Ich kann irgendwie nichts auswählen. Oh doch, mit der rechten Maustaste. Ah, da können wir direkt hier so einen Bereich klonen. Und den dann theoretisch hier drüben hinsetzen. Machen wir das mal so. Warum sagt er jetzt aber, hier ist blockiert? Eben ging's doch noch. Na, das mit dem Klon weiß ich nicht, Leute. Ich glaube, wir machen diese Basic Cells hier. Das ist eigentlich ziemlich cool. Dann können wir hier vielleicht auf der rechten Seite die Leute stationieren, die nicht so Schwerverbrecher sind wie die hier. Hier werden auch wieder Tunnel und alles gefunden. Können wir hier eventuell einen sehen? Ja, hier sehen wir einen Tunnel. Und hier haben wir einen Tunnel. Okay, okay. Oh, oh, oh. Das ist ja ein Megatunnel, Alter.
haben sie sich wieder abends getroffen hier zum Xbox spielen. Naja, der Wecker hat auch schon wieder geklingelt, Leute. Das war's. Das ist das Ende der 87. Folge in unserem Prison Architect Let's Play. In der nächsten Folge mache ich mir dann Gedanken, wie wir diesen Trakt hier am besten aufbauen. Am liebsten würde ich es halt wirklich hier so aufbauen wie hier, weil das ist platzsparend. Hier haben wir 3 Quadratmeter so gesagt. Und mit Toilette, Bett und allem. Muss ich gucken jetzt, wie wir das am besten machen. Muss ich am besten hier mal das Maß nehmen? Ja, das kriegen wir gar nicht hier komplett hin, denke ich. Boah, da müssen wir jetzt schauen, wie wir es machen. Den Flur, den hätte ich dann am liebsten hier auf der Seite, dass sie dann direkt von hier aus da rein können. Und da überfüllen wir unseren Knast einfach maßlos, Leute. Und ich denke, dann gibt es auch irgendwann die unaufhaltbare Ausflippung. Was ist das für Deutsch? Die unaufhaltbare Riot der Gefangenen, das wollte ich sagen. Und ja, darauf arbeiten wir jetzt hinaus. Dann können wir hier noch irgendwo Todeszelle und so hinbauen, das wir gerade jetzt erforschen. Die Hinrichtung meine ich, ja. Ja, gut. Okay, Leute. Würde ich sagen, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns spätestens am nächsten Dienstag wieder mit Prison Architect mit dem Ausbau des zweiten Zellentrakts. Auch ich zähle das hier jetzt mal als einen großen Zellentrakt. Und wie ich das hier noch machen werde, genau, da mache ich mir jetzt mal ein paar Gedanken drüber. Und dann sage ich, Leute, haut rein, habt noch einen schönen Abend, Tag, Mittag, wie auch immer. Das war's von mir, Big Mongstelle, für euch. Also, bye bye. Tschüss.